Leute, was geht? Willkommen zurück zu Xenoblade. Wir machen weiter mit den Missionen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Mission hier oben weitergeht. Ich guck mal gerade. Wo muss ich lang? Da muss ich lang? Also wahrscheinlich, also entweder hier weiter oder da weiter. Ich denke mal nach oben, ne? Mit solchen Projekten arbeiten? Ne. Gibt keine Firma oder sehr, sehr wenige Firmen, die mit irgendwelchen Drittleuten zusammenarbeiten, nur weil die irgendwas machen. Das ist ja auch, also das ist ja auch nicht diese Philosophie von Nintendo mit denen. Mit dem Unreal Engine Projekt, das finde ich auch ganz geil, aber das wird es nie geben. Das wird es nie geben, das ist halt einfach, kann ich auch verstehen, das war nie Nintendos Politik so und die können auch kein, also wo sollen die das Game auch rausbringen, wieso sollen die damit arbeiten, das macht halt gar keinen Sinn, du brauchst dafür einen High-End-PC, damit das überhaupt läuft. Also, ne. Ey, wieso sind hier so viele Luden wieder? Sind hier kranke Gegner oder was ist hier schon wieder? Ah, hier sind wieder Feldrationen. Ich glaube, ich sammle die mal wieder hier ein. Ja, aber die führen ja Mario Kart 8 weiter. Verstehe ich nicht. Verstehe nicht, was du meinst. Glaub mal, Mario Kart 9 ist schon lange in der Entwicklung. Hä, da muss ich hin und da soll ich langlaufen? Ich bin verwirrt. Wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt muss ich hier hin. Was ist hier? Die Krise von Colin 9. Okay, dann gehe ich jetzt mal hier hin. Wieso soll ich denn da lang, wenn ich da hin soll? Ich bin völlig verwirrt. Komme ich hier nicht lang? Wieso soll ich denn hier lang? Hier ist doch gar keine Verbindung. Hat ja gar keinen Sinn. Wo will der mich hinführen? Ich gehe da lang. Der kam nicht mal. Oben muss ich hin. Hä, wie komme ich denn da oben hin? Okay, scheiß drauf. Vielleicht ist da ein Tunnel. Ich laufe mal da lang, wo der mir sagt, wo ich langlaufen soll. Also Schiffer, die haben über 100 Millionen Switches verkauft. Der Erfolg gibt denen recht. Das macht keinen Sinn, was du sagst. Also, nur weil du sagst, sie sollen das so machen, heißt das nicht, dass das ist halt nicht der Weg dafür. Also, ich kann verstehen, wenn du dir das wünschst, okay, aber was denn hier? Aber das macht keinen Sinn. Den Wunsch kann ich verstehen. Ich hätte wahrscheinlich auch
hätte auch gerne eine Switch, so wie es jetzt gibt, und eine Nintendo-Konsole, die halt so stark ist wie eine PlayStation 5, dass man richtig krasse Games haben kann. Oder? Weiß ich nicht. Ich finde es eigentlich so, wie es ist, gut, muss ich sagen. Ich finde es so, wie es ist, gut. Ich glaube, man geht hier hoch und dann kann man irgendwie drüber springen oder so? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der mich hinführt. Wir laufen mal hinterher. Wieso ist das denn gut für kleine Kinder? Verstehe nicht. Also ich bin 31 Jahre alt und habe übel Spaß an Xenoblade. Ich bin 31 Jahre und habe übel Spaß an Mario Kart. Also check ich nicht. Also ich hoffe, ich laufe hier gerade richtig. Ich verstehe mich gerade nicht, wo der mich hinführt. Wo führt er mich hin? Oh, guck mal hier. Ich kann die Argumente von Schiffern nicht nachvollziehen. Oha, Mio ist gestorben. Das gleiche Spiel auf der PlayStation 5 oder am PC wären tausendmal schöner. Ja.
Man könnte fast denken, Schiffer wäre 12 und nicht in unserem Alter. Der kennt wohl Super Nintendo und so nicht mehr. Grafik ist alles. Es muss 4K 200 Frames per Second haben. Und es ist kein gutes Spiel. 8K, noch besser. Unter 8K geht nix. 8K oder nix. Und dann kommt er hier mit Elden Ring. Außer der PS4 wahrscheinlich nicht, weil es für 30 Frames schafft. Und auch keine 1080p schafft. Was auf Unreal Engine 4 läuft und nicht mal auf 5. Moin M-Lane, grüß dich. Den Drift gibt's auch bei der PS5-Stoppel. Wenn man merkt, dass ich den aufgepumpt habe. Der ist ja viel stärker geworden. Krank macht er viel Schaden. Sieht alles so zugepackt aus. Was meinst du? Es ist ultra viel Content, das kann ich dir schon mal sagen. Wird man verständlich ans Kampfsystem eingeführt. Emlyn, stell dir vor, du lernst Gitarre spielen. Stell dir vor, du lernst Gitarre spielen. Gitarre hat ja 6 Saiten. 6 Saiten, 1000 Noten. Stell dir vor, du lernst Gitarre spielen und den ersten Tag hast du nur eine Saite und nur einen Ton und benutzt nur einen Finger. Am zweiten Tag hast du immer noch eine Saite, benutzt aber 2 Finger. Und ungefähr so in diesem Tempo geht das auch hier. Also du fängst an quasi nur mit Autotext und dann irgendwann ist dein Kampfsystem so kompliziert, aber du wirst so einfach daran geführt. Also, da musst du echt gar keine Sorgen haben. Es gibt hier für alles Trainings, alles wird erklärt. Also, da musst du dir gar keine Sorgen machen. Und dass du hier 6 Charaktere hast. Ich steuere schon, seitdem ich das Spiel spiele, seit über 20 Stunden immer nur einen Charakter. Ich habe eine Zeit lang durch die Charaktere durchgeswitcht, aber ich habe gemerkt, dass das komplett nutzlos ist. Es gibt eine Taktik, womit du... Ach du Scheiße. Es gibt eine Taktik, womit du... den Gegner so schwanken lässt, dann wirfst du den um und dann ist er in Ohnmacht und dann kannst du ihn explodieren lassen. Das machen deine Computer aber von automatisch, das heißt, du brauchst es gar nicht selber zu steuern. Also, ich habe keine Ahnung, wo ich hier langlaufe. Ich soll doch da hinten hin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier richtig langlaufe. Hallo, oder? Muss ich hier hoch? Wetten, ich muss da hoch. Und ich glaube, ich kann da nicht hoch. Da sind die Level 80er Leute. Ich muss da die wetten, ich muss da hoch. Ach du Scheiße. Okay. Ja, Skoppel, die Joy-Cons, die sind halt. Da ist so viel Technik drin und bei diesem Driftproblem, das hätte ja auch ein ganz genaues. Da gibt es ja einen Grund für. Da ist irgendwie ein Teil, was irgendwie zu schwach ist, oder? Ich weiß nicht genau den Hintergrund.
Ich meine, auch die farbigen Joy-Cons haben das Problem nicht mehr, sondern nur die Standard-Joy-Cons. Aber die ersten PS5-Controller hatten genau das gleiche Problem. Also, dass die Hardware da ein bisschen Probleme macht. Ich zum Beispiel hatte auf der Switch noch nie ein Drift-Problem, aber auf einem PS5-Controller. Und das auch erst einmal. Also, das ist für mich jetzt nicht so ein Problem. Ich denke, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Bedienerproblem. Und ansonsten, du hast eh Garantie drauf. Du schickst die ein, kriegst einen neuen. PS5-Controller habe ich eingeschickt. Ich habe einfach einen komplett anderen neuen bekommen. Ich habe komplett neuen bekommen. Die haben die nicht repariert. Da haben die gar keine Ressourcen für. Ich habe mit dem Typen gesprochen, der dafür zuständig ist, da wo du das hinschickst und der das dann quasi reparieren soll. Und da meinte ich so, ja, wird der denn repariert? Und dann haben wir ein bisschen gequatscht und so. Und meinte, nee, die Drifts, du kriegst einfach einen komplett neuen. Und die Drift-Dinger, die werden zu Sony geschickt. Ich weiß gar nicht, was die damit machen. Kann sein, dass die einfach weggeschmissen werden. Also genau, er meinte, es lohnt sich gar nicht, den Drift zu reparieren, weil das Reparieren mehr kostet, als der Controller wert ist. Gerade keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich glaube, einfach mal übers Wasser. Ja, ist sogar richtig. Moin, Rolf. Na, Schiffer, du vergleichst echt komische Sachen. Übrigens auch, also ich kann die Diskussion leider nicht mit dir führen. Ich habe dir gesagt, die Zahlen geben Nintendo recht. Ich kann verstehen, dass du da andere Wünsche hast, aber zu sagen, alles würde in 4K besser aussehen. Ja, Logo würde alles in 4K besser aussehen, aber das kannst du bei der PlayStation 5 auch sagen. Das so, als würde jetzt hier jemand reinkommen. Jedes Game müsste in VR sein, weil VR ist das Beste und alles sollte in VR sein und jeder sollte eine Brille tragen. Und jedes Game sollte VR sein. Das ist halt die Grundlage, kann ich ja nicht so ganz nachvollziehen. Viele Entwickler haben auch die Ressourcen und so nicht dafür, also das kann ich nicht verstehen. Level 28, krass. Das, was Nobu sagt. Krass, wie viel Schaden ich jetzt mittlerweile in dieser Synchro-Sache mache. Oh, Fragezeichen, Fragezeichen, wer ist da?
Hier soll ich runter. Das müsst ihr euch auch mal vorstellen. Navi, ihr habt ein Navi und das Navi sagt ja, spring mal eine Klippe 200 Meter einfach runter. Ey, guck mal, hier ist aber ein Regenbogen. Also. Ich wette mit euch, da oben kommt man auch noch in die, irgendwie in Schnee oder da oben rauf oder so. Spring, Rolf, spring! Da habe ich nicht so sehr Spoil. Ah, wirst du auch Xenoblade spielen, Nobu? Ich hätte es gemacht. Ja, ich glaube, du kriegst keinen Sturzschaden, wenn du ins Wasser springst. Oh, was quatschen hier mal so lang? Hidden Wall in der Luft. Stell dir vor. 900 Erfahrung, das lohnt sich halt auch, ne? Dampfgurt. Boah, wir sind schon Stufe 3 hier. Das ist gut. Ja, mache ich erstmal so lange die Hauptstory weiter. Ich guck mal. In ganz kurzen Zügen das Kampfsystem erklären. Mache ich gleich, ja? Mache ich gleich. Ich muss mich kurz konzentrieren, ob ich hier noch irgendwas machen muss. Missionsereignis. Da will ich einmal hin. Also. Du hast 6 Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine andere Klasse. Es gibt Heiler, es gibt Verteidiger und es gibt Angreifer. Grob gesagt. Ich hier zum Beispiel spiele eine Verteidigerin. Die hat halt viel Leben und viel Verteidigung und hohe Ausweichrate, macht aber nicht so viel Schaden. Du greifst, du machst immer Auto-Attacks. Jede Klasse hat eine andere Geschwindigkeit an Auto-Attacks und Auto-Attacks füllen deine Spezialangriffe auf. Und die Spezialangriffe drückst du halt entweder mit das sind deine Talente. Die kannst du halt mit A, Y und X aktivieren. Oder B, X, Y. Genau, B, X, Y. Da gibt es auch Fusionstechniken. Dann kannst du dich noch verwandeln zum Power Ranger. Also sind immer, weiß nicht, ob du Xenoblade 1 und 2 gespielt hast. Aus 1 und 2 sind halt jeweils 3 Charaktere hier drin. Einmal Mio, Sana und Tayon und einmal Noah, Juni und Lance. Und jeweils 2 können sich zusammen zu einem Power Ranger verbinden.
Hallo. Und hallo Amarelli. Und dann auch nochmal andere Attacken machen. Also du musst, hast halt so ein bisschen, dass du aufs Timing achten musst, wann du drückst, aber du musst jetzt hier nicht groß rumrennen oder so. Ist jetzt nicht vergleichbar mit Elden Ring oder irgendeinem anderen Action-Rollenspiel. Ist schon eher so rundenbasiert, würde ich sagen. Ist also nicht so schwer, das Kampfsystem. Ach ja, und dann füllt sich auch immer so eine Leiste auf. Und da kannst du dann so, ja, weiß ich auch nicht, so eine Kette machen, während der Gegner halt nichts machen kann. Und das läuft halt auch komplett automatisch, also. Aber wie gesagt, du wirst, alles wird einzeln nacheinander zum Kampfsystem hinzugefügt. Du hast also nie, du fängst jetzt nicht sofort an und hast all diese Attacken zur Verfügung. Kommt alles mit der Zeit. Ich zeig dir mal jetzt gleich die Verwandlung zum Power Ranger. Hier kann man sich halt zum Power Ranger verwandeln und dann auch nochmal Attacken machen. Bands ist gerade Geschichte, das ist natürlich nicht so geil. Kann den Lance vielleicht mal jemand wiederbeleben? Danke. Danke. Oh, wir sind in die Mission reingelaufen. Ups. Hey, what is this thing? Kein Problem. No idea. Some kind of junk. Hey. Who's there? Ah, nochmal ein alter Mann. Hand it over. Noah, this guy. Yeah. Hear me? Hurry it up. And by it, you mean this? Why would we ever hand it over to some knuckleheaded chump? Aha. Aha. Pistolen-Johnny am Start. Bestimmt kriegt man seine Klasse. Das weiß ich jetzt schon. Ich will seine Klasse haben. Komm. Wir kämpfen jetzt wieder gegen den. Dann ist er ein Held bei uns im Team. Grauzone. Safe. Heldenmission. Ja. Zack. Den Helden bekommen wir. Und den Helden will ich auch. Den Helden will ich. Level 28, chillig. Komm, gib mir den Helden. Oha. Was ein bisschen schade oder krass ist, das ist nämlich ein roter 28er.
Das könnte ein bisschen schwierig werden. Oh, guter Schaden. Ja, wir können auf jeden Fall ein bisschen Heilung. Sehr gut, danke. Ja, sehr guter Schaden. Ich wusste, nur bis zur Hälfte und jetzt schließt er sich wieder uns an. Ist ein bisschen repetitiv. Go, go, Power Rangers, ja, Mann. Keine Ahnung, weiß ich nicht, Schiffer. Given Arden's ass. He's gonna regret it. Guy needs a lesson. Just to be sure, there's no chance we could talk this over. Guess we can take that as a no then. Hey, he's running away. You lot! Identify your... Kavesi soldiers? Tell me, have you seen a man in a mask? We've been... Wait! They're with a bunch of Agnians. Must be those Ouroboros we... Traitors to the crown! Huh? Since when did... Oh, you think you can talk your way out of a righteous beat? Today's really... Wir sind aber schnell auf Kampf aus. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Direkt fighten. Macht manchmal gar keinen Sinn. Alle wollen sie nur kämpfen. Ich verstehe das auch nicht. Und wenn der Kampf vorbei ist, dann so, oh ja gut, dann gehen wir jetzt mal nach Hause, ne? So, als würden die sich nicht... Als hätte das alles gar keinen Effekt hier so. Als würde das hier alles... Wäre das alles umsonst. Yeah,
Guck, Rückzug. Es ist nie irgendjemand tot oder so. Yeah, it's getting kind of ridiculous by this point. Ja, langsam wird's albern. Yeah. They said they'd been looking for the man we fought. I wonder what happened. If Kevez is after him, then maybe he was. I'll remind you, he did attack us, mate. Yes, that does make it hard to classify him as an ally. Hey, if he jumped in the river, he'll have been carried down. We could try and catch him at the bottom, figure out what's what. He may yet prove hostile, though. If he does, then we whack him. We whack him. Does that qualify as a plan to you? A plan takes forethought and planning. What do you think? Let's go and see. Spuren folgen. Verfolge die mysteriösen Spuren. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einmal ein bisschen die Haupthandlung. Weil wir sind so weit weg bei der Haupthandlung. Wir sind in Stufe 17 Haupthandlung eigentlich. Ein bisschen Haupthandlung jetzt. Ich weiß nicht, wieso die Haupthandlung weitergeht. So ein Ding ist das nämlich. Erklimme die Klippe beim Elsie-Wasserfall. Gehe nach Südosten. Technik Kombos 2, schwanken, umwerfen, schleudern, schmettern. 200.000. Ja. Koloniepunkte nehmen wir. Müsste gleich auf Level 30 sein. Beim nächsten Rastpunkt. Ackermatch. Koloniepunkte. Boah, fast Stufe 3 Kolonie. Hier kann man bestimmt später auch lang, ne? Safe. Safe, safe.
Schwerste Rolle, wenn man hilft, nö. Da steht halt, was du als Belohnung bekommst. Entweder Koloniepunkte war das gerade oder Erfahrung. Und solange meine Koloniepunkte noch nicht voll sind, nehme ich immer Koloniepunkte. Ja, sieht echt gut aus. Hier helfe ich nochmal, vielleicht ist nochmal Koloniepunkte. Ja, Koloniepunkte. Es gibt Harmoniepunkte, also es gibt ja verschiedene Kolonien und die verschiedenen Kolonien geben verschiedene Bonis ab einem bestimmten Level. Ich kann jetzt mal gerade zeigen, hier gibt es nämlich Gruppenbonis und hier Harmoniebonis. Das sind die ganzen Bonis, das heißt es gibt wahrscheinlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kolonien. Und die Kolonien, die ich hier schon habe, ist einmal das hier. Weise Treter und Item Adlerauge. Und hier kann ich halt den Bonuseffekt ein bisschen erhöhen. Das bringt die Koloniepunkte. Es halt, gibt halt die Harmonie in der Level 40. Crazy. Fliegender Fisch. That's funny. I'd never noticed that before. Oh, do they not have armors where you're from? Yeah. I meant getting old. Is that what that is? It's called getting old, this. That smaller Amu over there. It starts little, but grows over time. Becomes like the bigger one. All the creatures do it. But we never change that much. Moin, Biddy. It's such a basic fact. So why haven't we realized it before? Billy, komm direkt Cutscene. Aber man muss dazu sagen, die letzten anderthalb Stunden waren echt wenig Cutscenes, fast gar nichts. Realization leads to hope, which in due time turns to despair. The significance of the stasis is driven ever deeper within. A moment in time, a sublime experience. That brilliance, it shines ascendant over all else. That's why it takes so much frickin' work. Working stinks. They all learn sooner or later. They learn how priceless it was, how grossly irreplaceable. The eclipse grows near. They get along nice. Must be good friends. It's funny. Just looking at these guys. It puts your mind at ease. Hmm. Is it an effect of becoming Ouroboros? Good question. Still, I think I could get used to this. Yeah. Me too.
that sound? Hinder. Oh Gott. Scheiße, wo ist es gelandet? Is that a supply drop? Ja toll, weiß ich aber nicht, wo der ist. So ein Scheiß. Jetzt tötet er sie für Loot. Ey, der hat nicht angegriffen, der Dino. Oh, fast Stufe 3. Wow, got a rare dude right here. Elektrils. We've never been here before. Ah, da ist die Supply, Supply Drop. Den hole ich. So, das Gefühl, das ist ein krasser Gegner, der Fisch. Der Fliegefisch. Okay, let's get it open. Ich geh mal durch die Höhle. Better give it a good once over. Aha, aha, aha. Lol. This is a weird old toy. Leave it to me. I'll be crying on him. Eyes over here. Climbing on the Ah ja, hier. Ich habe so viel Ether, ich weiß gar nicht, was man damit macht, ey. Rocket, vielen Dank für deinen Sub im zweiten Monat. Vielen Dank für deinen zweiten. Geil, danke dir. Oh. Elite, Stufe 22, nehmen wir. Was denn? Maika die Feierliche. Maika macht das Würstchen. Eta füllt dein RP um 10 auf. Rocket, hast du gesehen, das nächste Mario Kart Turnier? Ich hoffe, du und deine Freundin seid dabei. Am 14.8.
Also jeder, der am Mario Kart Turnier teilnehmen möchte, am 14.8. geht's los. Bis zu 60 Euro Preisgeld für die Gewinner. Umso mehr mitmachen, umso besser, ne? Man, der hat die übelste Depp, habe ich das Gefühl. Ja, Tschocker als Gegner, das wäre nice. Ja. Unra Tytox, stimmt. Wir haben gar kein Mod da, ne? Wo sind die Mods, Leute? Am schlimmsten finde ich das Hochhaus als Pokémon. 73.000 Schaden, der hat so viel Leben, ist ja unglaublich. Ich sehe auch nichts. Alter, der macht so viel Schaden mittlerweile. Das ist geil. Bezwungen. Ich hab halt einfach gar keine Erfahrung. Aber wirklich gar nichts. Die Serie Digimon, gebe ich dir recht, das Spiel finde ich nicht gut. Let's just sneak a peek. Sneak peek.
rare specimen. No way effect. That turkey just fell over. This is worth our time. Let's end this quick. First half, first half. Make this quick. Smooth move. Check it out. Looks like rain's Kage. On the way. Müssen wir den da besiegen oder nicht? Ah. Well, isn't that something? What are you hiding, little guy? Oh, das gibt doch SP, so einen Container zu öffnen. Dann ist einer zum Wegschicken. Und damit beende ich auch die Folge. Gerne Like auf dem Video lassen, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Haut rein.